zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, diesmal freue ich mich ganz besonders, denn das ist eine Kooperation mit noch 6 weiteren ganz super süßen und lieben Mädels. Einmal mit der Linda, mit der Steffi, mit der Marleen, mit der Jutta, mit der Nina und mit der lieben Luise. Alle Kanäle verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und da solltet ihr auch unbedingt reinschauen, denn diese Videoreihe, ja, hängt zusammen. Ab jetzt, heute ist ja Montag, kommt bis Sonntag ein Video von jedem von uns nacheinander. Und ja, es ist etwas, mal was anderes, habe ich mir überlegt. Und zwar kriegt jede von uns eine Farbe des Regenbogens zugewiesen. Deswegen sind wir auch zu 7. Ich starte heute mit Rot und ja, ich muss 5 Produkte im DM kaufen, die rot sind. Egal wie, Inhalt oder Verpackung. Und ja, das war gar nicht so einfach. Und ja, auf jeden Fall, morgen ist die liebe Linda dran mit Orange. Sie muss dann 5 orangene Produkte kaufen und so weiter. Noch ein besonderer Clou dabei ist, dass jede von uns ein Produkt noch in der Farbe, die nach einem dran kommt, also in meinem Fall Orange, noch holt, um zu schauen, ob das vielleicht übereinstimmt. Also musste ich in den DM wackeln und wackeln, wie auch immer. Und ein orangenes Produkt für Linda aussuchen, beziehungsweise wo ich denke, dass Linda das auch gekauft hat. Das war gar nicht mal so einfach. Die meisten orangenen Produkte sind irgendwie von Sundance oder so, was jetzt gar nicht in den Winter passt. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Linda sich da so rausgesucht hat. Ich fand das echt nicht einfach. Ich habe aber letztendlich ein orangenes Produkt gefunden und ich bin mal gespannt, ob es in dieselbe Richtung gehen wird wie bei Linda. Ja, und auch ich für mich habe 5 rote Produkte ausgesucht und auch das fand ich echt schwer, gerade als so Beauty-YouTuber noch etwas zu finden oder kaufen, wo man sagt, ja, ich brauche das noch. Eigentlich brauche ich davon nichts wirklich. Ja, doch, eine Sache habe ich auf jeden Fall gebraucht und der Rest ist eigentlich im Überfluss da. Aber ich denke, ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich trotzdem verwenden werde und die, ja, die trotzdem zum Einsatz kommen werden. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an mit der ersten Sache. Ich bin natürlich direkt in die Kerzenabteilung gegangen, weil ich dachte, ja komm, Kerzen gehen, das passt jetzt in die Weihnachtszeit. Und es gab auch Weihnachtskerzen, aber irgendwie waren die nicht so ganz rot von außen. Irgendwas hat mich daran gestört oder der Duft hat mich gestört. Letztendlich habe ich eine genommen, die es immer gibt, und zwar, ja, eine rote Kerze von Profissimo. Das ist der Beerenmix. Das riecht auf jeden Fall super, super frisch. Und ja, sie ist rot und das ist auch das auffälligste Rote, glaube ich, in diesem Einkauf. Und ich bin mal gespannt, ob die Nina ist nämlich die letzte, die kommt am Sonntag dran mit Lila. Und sie muss nämlich ein rotes Produkt kaufen und ich bin mal gespannt, ob sie das Richtige trifft. Dazu muss ich noch vorab sagen, wir haben alle dann schon ab jetzt die Einkäufe getätigt. Es wird auch nicht betrogen. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Dann habe ich etwas mitgenommen, wo ich dachte, komm, was nimmst du noch mit? Irgendwas, was nicht zu viel kostet und so. Und du gehst ja gerne baden, Nadine, dachte ich mir. Und ich denke, das gilt, wenn ich diese Balea Luxury Badesalze in die Kamera jetzt halte. Die habe ich nämlich tatsächlich noch nicht. Und das ist mit anregendem Duft, mit einem Hauch von Kokos und Pfirsich. Ja, riecht eigentlich echt ganz gut, vor allem Kokos kommt sehr gut durch. Ich habe es damals halt nicht mitgenommen, weil es mich nicht ganz hundertprozentig überzeugt. Aber ich werde es ausprobieren und ja, für das Geld durfte dieses rote Produkt auf jeden Fall mit. Kommen wir zu einem weiteren Produkt, das ist allerdings aus einer LE. Das ist ein Lippenstift, von außen goldig, weihnachtlich, super süß mit ganz vielen Sternen, die werdet ihr jetzt nicht sehen können. Der ist von Catrice aus der... Weiß man nicht LE, denn es steht nicht drauf, oder? Doch, Treasure Law. Treasure Trove? Ich weiß es nicht. Gibt es eine LE, die so heißt? Auf jeden Fall ist es der Lippenstift C03 Treasured Twinkles. Und der ist... Ta-da-da-da, rot. Ja, ich habe eigentlich schon rote Lippenstifte. Aber vielleicht nicht so ein Rot wie das. Und deswegen denke ich, ist es gerechtfertigt, wenn ich den jetzt mitgenommen habe. Ja, und... Vielleicht kommt die liebe Linda ja darauf, generell einen roten Lippenstift zu kaufen. Was ich mir bei ihr übrigens sehr gut vorstellen kann. Und somit hätte sie auf jeden Fall schon mal das Richtige getroffen. Dann kommen wir zu einem Essilack. Ja, ich dachte, komm, ein roter Nagellack. Ich habe zwar schon bestimmt mehrere verschiedene Rottöne hier, aber ich glaube, so einen habe ich noch nicht. Und deswegen habe ich mich für A List von Essie entschieden. Ja, Essie-Nagellacke gehen immer.
Und ja, es musste jetzt rot sein und dann durfte Elist mit. Ich fand ihn nicht zu hell und nicht zu dunkel. Deswegen hoffe ich, dass ich so einen Rotton noch nicht habe. Ja, und Essie-Lacke gehen eigentlich immer. Und ja, deswegen durfte Elist mit. Und das letzte Produkt, worüber ich mich mit am meisten freue, denn ich brauche es tatsächlich. Und zwar ist es ein roter Lip Liner. Ich habe mich jetzt für Essence entschieden, auch wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt die 08 Red Blush. Und da ich viele Rottöne am Lippenstift habe, aber ich habe einfach gar keinen roten Lip Liner, durfte jetzt dieser mit. Und damit ich auch in Zukunft meine roten Lippen dann richtig gut umranden kann und ja, dass die nicht auslaufen, das passiert bei Rot ja sehr schnell. Jetzt habe ich noch einen roten Lip Liner da und bin sehr, sehr froh darüber. Und ja. So, das waren meine 5 roten Produkte. Sagt mir mal unbedingt an dieser Stelle, was ihr an meiner Stelle in Rot gekauft hättet. Ich fand es einfach mega, mega anstrengend irgendwie, zumal mein DM extrem voll war an dem Tag. Ich war natürlich an einem Samstag da, total intelligent. Und ja, aber kommen wir noch zu dem letzten Produkt, wo ich hoffe, dass Linda was davon gekauft hat. Und zwar habe ich mich für Garnier entschieden, weil es musste ja auch natürlich was sein, was ich gebrauchen kann. Und ich brauche tatsächlich Shampoo. Und dann ist auch noch lustigerweise Arganöl mit drin und Kameliaöl und es riecht gut, es ist orange. Linda, ich hoffe, du hast was aus dieser Reihe gekauft. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Bringt mir eh nichts, ist auch egal. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr morgen wieder einschaltet. Wie gesagt, ich werde euch die Tage unten auflisten und die Kanäle, dann könnt ihr jeweils die Farben verfolgen. Und sagt unbedingt mal Hallo bei den Mädels, Abo natürlich gerne da lassen. Denn die sind einfach alle so toll und putzig. Und ich freue mich so sehr, dass sie da mitmachen. Und ja, das ist meine orangene Wahl. Ich finde, ich habe es gut ausgesucht. Es ist auch ein super schönes Design. Das muss einfach ins Auge stechen. Und ja, es riecht wirklich traumhaft gut. Und ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu durcheinander für euch. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Und ja, schaut unbedingt morgen mit der lieben Linda vorbei. Sie zeigt euch dann 5 orangene Produkte aus dem DM plus ein gelbes. Und ja, so geht das dann weiter und am Ende gucken wir mal, wer da Übereinstimmung hat und wer nicht. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss!